Also entweder bin ich schlechter geworden oder aber man kann seinen Rang aus der alten Season aktuell nicht mehr erreichen. Ich zum Beispiel habe so große Probleme, Grand Champion 1 zu werden. Wie ist denn das bei dir? Hast du deinen Season 11 Rang erreicht? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich nehme dich heute mit in eine ganze Session 2 vs 2, natürlich mit random Teammates, und ich bräuchte heute eine 7er Winstreak, um mein Uprank-Spiel zu Grand Champion in diesem Video zu haben. Ich bin gespannt, ob ich das schaffen werde, ist aber relativ aussichtslos. Genauso wie das Tor zu treffen, wenn ich den Ball nicht nach oben haue. Der muss ein bisschen mehr Wumms haben. Jetzt mein Teammate aber oben, hat den Ball aber nicht. Ekelhafter Ball. Haben wir aber wichtig. Und jetzt vielleicht nochmal irgendwie rausspielen. In der Luft. Vielleicht nur ein Touch am Boden. Aber der kommt, oh Gott, direkt auf unser Tor. Teammate ist da. Super gemacht. Kommt wieder zu mir. Den kann ich aber spielen. Kann ich nochmal mitnehmen. Und vielleicht... Oh, schöner Pass. Teammate ist da. Danke dir, Digga. Geil, Mann. 1:0 für uns. Vielleicht jetzt auf dem Weg nach hinten. Alarm. Den Gegner so ein bisschen mitnehmen. Immer wichtig, wenn man einem Gegner signalisiert, ey, du hast keinen Platz, du kommst nicht frei zum Schuss. Komme ich aber auch nicht. Aber er ist nicht da, den Ball nicht vielleicht... Passing Play? No way. Nein, klappt leider nicht. Naja, ich bin halt eher so ein Spielertyp, der einen Ball nochmal querlegt, weil selbst wenn der Teammate kein Momentum hat, kann er dann trotzdem den Ball mit Wucht aufs Tor hauen. Beide verfehlen den Ball, aber Teammate müsste nochmal da sein. Wichtig. Der Ball ist ekelhaft, kommt er gut rein. Da habe ich mich vollkommen verschätzt. Das hat er aber auch gut gemacht, oder? Ja, war schon gut gemacht. Aber das war eben auch mein Fehler, weil wenn ich dann besseres Positioning hätte, dann wäre der Ball wahrscheinlich haltbarer gewesen. Der Ball ist gut, geht an die Decke. Oh, den bekommen wir rein, ne? Oh nein. Okay. Vielleicht bin ich wirklich irgendwie schlechter geworden. Nee, glaube ich nicht. Aber so einen Ball musst du natürlich reinmachen, wenn du Grand Champion werden möchtest. Gar keine Frage. Also... ich möchte euch heute einfach mal eine ganze Session zeigen. Schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Liegt es wirklich an mir? Oder sind die ganzen Gegner super stark gemacht? Mach du weiter. Weiß ich nicht, Digga. Nein? Oh, oder sind die Gegner... Oh. Ja, das ist... Das Tor war ein bisschen glücklich, aber auch da habe ich ein schlechtes Positioning. Aber mit diesem 50 kannst du auch nicht wirklich rechnen. Ja, und so einen mache ich dann rein. Eben frei vom Tor nicht, aber so einer geht rein. Aber ich glaube, ihr könnt mir besser sagen, ob ich schlechter geworden bin oder ob die Gegner einfach stärker geworden sind als vielleicht noch vor ein, zwei Seasons. Ihr könnt das vielleicht besser beurteilen. Den Ball habe ich. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, Teammates. Ich kann halt nicht auf den Ball draufgehen, wenn... Oh, der Ball ist drin. Ich kann da halt nicht draufgehen, wenn mein Teammate in der Luft ist. Und ich glaube, die erste Runde verlieren wir. Heißt, wir brauchen jetzt 8 Siege. Aber die erste Runde... ist halt die erste Runde. Die muss man noch nicht ganz so stark bewerten. Schöner Kickoff. Ball habe ich. Vielleicht in die Mitte. Teammate, bist du da? Los. Ball ist drin, genauso wie eben 1:0. Teammate hat den Ball. Wichtig, du bist durch. Du kannst den Ball ins Tor machen oder rüberpassen. Vielleicht passen? Passen? Zu mir passen? Pass doch jetzt den Ball zu mir. Oh, danke schön. 2:0. Teammate aufpassen. Oh, die Demo wollte er haben, aber er kann den Ball nicht reinspielen, weil beide halt eben da links stehen. Vollkommen okay. Ich habe keinen Boost mehr. Vielleicht ein Passing Play zu meinem Teammate. Mach ihn mal rein vielleicht. Ich gehe mir erstmal Boost holen. Erstmal safe hinten stehen. Der ist sogar drin. Nice. Oh nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und plötzlich steht es wieder 3:3. Ich verstehe das nicht. Wie kann man denn 3:0 führen und dann trotzdem wieder 3 Gegentore fangen? Ich hasse mein Leben manchmal. In Rocket League. Oh, der Ball ist ekelhaft. Ich gehe kurz nach hinten. Hast du den? Nein. Aber ich... vielleicht nochmal. Ja, vielleicht nochmal. Ja, aber schlecht. Vielleicht nochmal einen Bump mitnehmen. Ja, Teammate. Oh Gott, nein. Oh, bitte kein Gegentor jetzt. Bitte kein Gegentor jetzt. Oh, okay. Oh, okay. Gerade gibt es Tim Burton's Nightmare Before Christmas im Item Shop. Und die richtig nice Torexplosion habe ich mir direkt gegönnt. Hol du dir also auch die 2000 Credits bei RL.exchange. Denn dort bekommst du die 2000 Credits günstiger. Und trag bei Rocket League dann noch gerne meinen Creator Code AnyArt ein. Denn damit würdest du mich maximal supporten. Ah, da komme ich nicht mehr ran, war blöd von mir. Aber Teammate ist auch nicht da. Aber ich bin im Zoo. Ball habe ich. Oh mein Gott, jetzt schwimmen wir aber richtig hier. Eine Boost kann ich auch nicht mitnehmen. Ball ist nochmal ekelhaft. Ah, ist ekelhaft. Oh, habe ich aber. Ist draußen wichtig. Gerade schwimmen wir richtig. Aber es ist nur ein Tor. Wer ist da? Mein Teammate? Okay, aber der Ball ist gut.
Der ist drin. Okay, wir führen 4-3. Und jetzt bitte hier nach dem Kickoff keinen Gegentor fangen. Come on. Kickoff ist nicht gut. Nicht gut. Oh, hat er nicht. Wichtig. Den hab ich aber. Und... Er ist drin. Oh mein Gott. Ja, Mann. Und damit sollten wir diese Runde gewinnen. Und damit wären es wieder nur noch 7 Siege bis Grand Champion. Den Sieg nehmen wir mit. Yes. Und die nächsten beiden Spiele konnte ich auch gewinnen. Also nur noch 5 Spiele bis Grand Champion. Ich habe den King einfach in meinem Team. Das wird doch jetzt safe eine 4er Winstreak, oder? Nee. Aber ist auch nicht drin. Oh Gott, wichtig. Jetzt hier. Oh, was für ein dummer erster Kontakt. Bin ich Adeyemi oder was? Oh, es war echt blöd gemacht von mir. Wir müssen kurz mal zurück. Erstmal Boost holen. Manchmal ist es wichtig, einfach nur das Spiel zu beobachten. Oh, der ist auch nicht drin. So ein Ball muss ich mal endlich reinmachen. Ja, wenig Boost. Kann ich vielleicht ohne Momentum nicht gut mitnehmen, Teammates? Mach ihn rein, bitte. Boah, ich krieg die Grenze. Nein, schade. Immer noch 0-0, aber jetzt vielleicht, ja, ich bin da, nochmal hier, Teammate. Toll. Ja, okay, 1-0 für uns, geil, Mann. Chance für ein Teammate, nicht drin, aber ich kann nochmal so ein bisschen drauf pushen, so wie eben, weil das machen sie nicht gut. Ja, Mann, wichtig, 2-0. Aber irgendwie super wenig Aerials bis jetzt. Normalerweise, wenn ich so auf High Champion spiele, machen alle irgendwie Flip-Resets, Ceiling-Shots, Musty-Flicks in der Luft, also... Ganz, ganz crazy stuff. Heute irgendwie noch nicht so. Und deswegen ist die Session auch eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, das war's, oder? Ja, das war's. Wir gewinnen auch diese Runde. Also, wenn ich diese Runde jetzt gewinne, dann wären es nur noch 2 Spiele bis zu Grand Champion. Es ist doch eigentlich machbar. Ball kommt gut, Ball kommt hoch. Er ist nicht da. Ich gehe nach unten. Jetzt werde ich einen Banger raushauen. Schade, beide sind da. Aber Teammate ist auch nochmal da. Ich bin einfach unbesiegbar. Mitte? Nee, ich gehe mal auf die Seite. Oh, lasse mich da ziemlich leicht überspielen. War nicht gut gemacht. Ball kommt nochmal gut. Yes, habe ich nicht, aber Teammates. Mach ihn, er macht ihn. Mario Götze. Also die Runde ist bis jetzt super langweilig. Wir führen zwar mit 1-0, aber irgendwie... Ja, bist du da, Teammate? Nein, bin ich nochmal da? Nein, ich sag ja... Die Runde ist irgendwie super langweilig, aber ist egal. Wenn wir sie gewinnen, dann bin ich noch 2 Spiele entfernt von Grand Champion. Ich sag ja, die Runde ist einfach ganz, ganz komisch. Keiner hat den Ball irgendwie. Jetzt vielleicht nochmal, jetzt vielleicht noch. Oh, jetzt vielleicht nochmal. Jetzt vielleicht nochmal. Meine Güte. Das Dumme ist aber, nach der Runde... Muss ich aufhören. Ich habe keine Zeit mehr für weitere Runden. Das ist ein bisschen blöd, weil ich bin so kurz eventuell... Machst du ihn rein? Hallo. Ich bin so kurz vor Grand Champion. Und sie lieben. Ja, Mann. 5er Winstreak. Oh, das heißt, ich beende die Session auf 1423. Heißt 2 Spiele vor Grand Champion. Das heißt, nächste Woche könnte ich eventuell Grand Champion werden.